Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Hey! Wo kommst du denn auf einmal her? Ich bin einfach mal hier. Was machst du in meinem Let's Play? Was ich in deinem Let's Play mache, ich bin einfach mal da. Okay, dann bleib mal da, würde ich sagen. Ja. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin's Metal Mario Master. Ja, bekannt aus Luigi's Mansion und anderen Let's Plays wie Cuphead oder die New Super Mario Bros. Serie, die wir gemacht haben. Bisschen Smash Bros. Ja. Und ja. Und jetzt bin ich einfach mal hier. Ich habe mich einfach mal in das Video geschlichen. Wir haben ein bisschen Zeit gefunden und ja, waren gerade eine andere Sache am Let's Playen und ja, ja. Haben wir gedacht, machen wir mal hier weiter. Ja. Und habe ich gesagt, okay. So, ich möchte mal hier gucken. Ich habe hier noch nicht nach, was hier alles zu verkaufen ist. Nee, gibt's nicht ganz so viel. Wir haben ja schon 50 Pokébälle oder so was geholt. Das ist gut, die wir so brauchen. Ich glaube, wie heißt hier die Assistentin? Hat gesagt, ich soll wieder draußen gehen oder so. Du kannst auch jederzeit auf der Karte gucken, was du noch zu tun hast. Na, kann man einen Tausch ausführen. Ja, aber du hast keinen Skoppel. Habe ich, glaube ich, aber lass mal erstmal. Ah, wenn ein Pokémon sammeln, wenn du ein Pokémon fangen willst, sollst du zuerst schwächen. Okay, ja, dankeschön. Was weiß ich? Das Rotom in diesem Rotomina scheint die Kartomaten zu lieben. Das Ding hier, ne? Ja. So, ja, der kann Namen. So, du willst mal mein Team sehen, habe ich gehört, ne? Ja, zeig mal. Ich habe nur zwei Pokémon hier bisher. Kuro und Igni, also Kleptifuchs und Hoplo. Ja. Beide männlich. Mein Starter-Pokémon ist übrigens, by the way, Mimeon, es war weiblich, aber... Das war richtig kacke, ich habe nur physische Angriffe, obwohl ich glaube, ich habe Sternschauer letztens beigebracht, also... Ja. Ich habe bis jetzt noch gar keinen Schaden gemacht bei irgendwas, ey. Das muss ich ein bisschen ändern. So. Ja. Okay, du siehst ja dein Ziel. Du musst Engine City erkunden. Ja, bin ich gerade erst angekommen, nachdem ich aus dieser Naturzone rausgekommen bin und... Ich mag die Naturzone. Und diese Dinger, als ich zum ersten Mal gesehen habe. So, irgendwie sehen alle Pokémon, die ich bisher gefunden habe, voll derpy aus, ey. Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Also... Soll das ein Scherz sein? Als nächstes solltest du die Eröffnungszeremonie der Arena stellen. Ja, das wäre dein Ziel gewesen. Ja, weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ja, alles, was er in 2 Minuten vorher gehört hat, hat er in 2 Minuten wieder vergessen. Ja. Sie findet morgen in Engine Stadion statt. Born Onyx. Onyx. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Jetzt ja nicht dich im Stadion anzumelden. Bis später. Ich mag sie. Ja, Waifu. Waifu, ja, wollte ich gerade sagen. Waifu. Also von allen, die ich bisher hier gesehen habe in dem Spiel. Ja, absolutes Waifu-Potenzial. Ja, warte mal, hier noch. Ich habe mich noch nicht wirklich in Engine City umgesehen. Ja, du bist schon ein bisschen weiter. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter, aber ich habe mich halt noch nicht wirklich in Engine City umgesehen. Ich bin halt direkt zum Stadion gerannt, nachdem ich ja die ganzen Aufgaben erfüllt habe. Okay. Aber du musst doch erkunden. Ja, stand doch erkunden. Oh, Illuminati. Ich habe Blumen-Pokémon total gern. Ja, schön für dich. Ja, schön für dich. Ich bringe einen Blumenstrauß mit nach Hause, egal ob es sich um einen gewöhnlichen Tag oder einen besonderen anders handelt. Mein Pokémon liebt den Duft frischer Blumen über alles. Ist das so schön für dich? Der beste NPC, den ich ja getroffen war in der Anfangsstadt irgendwie. Oh, ich erinnere mich noch an dieses eine Schild, das hier stand. Oh. Ja. Was sollte das? Oh, Haarsalon. Ja, Haarsalon. Wenn du deine Haare machen willst. Willst du deine Haare machen? Ja, natürlich. Haare. 3000. Oh Gott. Oder Make-up. Ich hätte gerne erstmal eine Auswahl gehabt, aber okay. Okay, was soll es heute sein? Anders als davor hast du jetzt auch, kannst du es auf jeden Fall auswählen. Also in so dein Haarstil. Meistens der meisten aussehende Anime-Haarschnitt. Irgendwie das hier habe ich so gefühlt. Ja, meine Haare ist auch irgendwie, weil nicht totales Chaos, also. Ich zeige meine Haare ja nie. Haarfarbe, ja. Wenn dann muss sie grün machen. Ja, sind doch grün. Nein. Nein. Gebrauchen. Ich habe jetzt 3000 bezahlt, also will ich auch eine andere Haarschnitt haben. Mein Gott, sieht da kacke aus. Sieht klasse aus, oder? Willst du deine Liga-Karte aktualisieren? Ja, meinetwegen. Man sehe ich jetzt da so aus, oder was? Ja. Klepp die!
Sie haben Geld verloren. Muss ich bei sehr der Schütze weiß nicht, kann auch ein frischer Haarschnitt sein. Für 3000 Geld. Geld. Probier doch einfach mal einen Haarschnitt aus, von dem du sagst, dass der nicht steht. Manchmal denkt man so ein völlig neues Stil für sich. Das glaube ich weniger. Ja. Ja, ich schneide mir schon immer wieder denselben Haarschnitt. Seit vielen, vielen Jahren. Ja, ich auch. Ja, ein kurzhaariger Igelschnitt. Oh, ich hätte mir ein bisschen Geld sparen sollen, ne? Ja. Ich mag Stäbe nicht und andersrum so genauso. Das macht keinen Sinn. Ich suche etwas, womit man die Naturzone auffällt. Waifu. Waifu. Ich bin auf Wunsch meiner Großmutter, diese Reise aufbauen, aber ich möchte dabei auch ein bisschen Spaß haben. Bist du auch gerade am Shoppen? Vergiss bloß nicht bei einer Räderstadion vorbeizuschauen, ja? Mode kennt kein Alter, ob jung oder alt. Jeder kann tragen, was ihm gefällt, finde ich. Ja, das, was er trägt, sieht echt kacke aus. Jetzt haben die wahrscheinlich hier voll die super Klamotten. Dann weiß ich ja, worauf ich sparen muss. Boah, das ist so teuer. So teuer. Ja, also ich bin zufrieden mit meinem Style. Aber diesen Hosen mit der Weg ist wieder hier einen Anfall kriegen, ja. Warum? Mit so Löchern drin, ey. Mag er das nicht? Ja. Der hat sich mal darüber aufgeregt, während wir irgendwie gegenüber von jemandem saßen, ey. Ja. Und du kennst ja, der hat irgendwie keinen Skrupel davor, irgendwie so lautstark irgendwie zu reden. Das ist richtig. Das stimmt allerdings. Da hast du nicht ganz unrecht. Das kann ich mir echt. Ich hab die ganze Zeit irgendwie gedacht, der Typ kommt auf uns losgesprungen und haut uns einen rein oder so. Hut mag bittere Sachen, aber ich habe eher Vorliebe für Süßes. Der was Süßes. Kann man gar zum Star werden. Man meint, soll ich mal die Arena direkt in dem Part versuchen? Ich würde erstmal sagen, du kämpfst erstmal hier gegen. Hey, außerdem. Erstmal ein Kampf. Ich habe mit zwei meinen Pokémon schaffe. Barista Gym. Madrigal. Ich denke, du weißt, was das für ein Pokémon ist, ne? Ja. Welchen Typ gehört es an? Käfer, ich glaube auf Flug, ne? Käferflug, genau. Der hat nur einen. Ja, dein Pokémon ist ein Nachteil. Ja, Käfer ist ja effektiv gegen. Oh. Richtig, Käfer ist effektiv gegen Unlicht. Das hatte ich auch schon am Anfang immer wieder vergessen, dass Käfer effektiv auf Unlicht ist. Boah, aber Wadribi ist halt nicht wirbelig stark in der Verteidigung. Oh, Käferbiss. Jetzt könntest du ein Problem kriegen. Ja, 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 mein Kleptifuchs ist dauernd irgendwie in Schwierigkeiten. Warum hast du denn nicht irgendwie mal die Mühe gemacht, in der Naturzone mal Pokémon zu fangen? Wollte nicht. So, ich dürfte mit 1 HP. Okay, der greift man nicht an. Ja, ich darf nicht an, der ist jetzt Luftduft. Warum sollte man das machen? Wenn man doch genau weiß, wenn Stärke, also wenn Treffergenauigkeit von 100% da ist, warum setzen sie dann Duft ein? Ich verstehe es nicht. Ja, aber egal. Ich habe gewonnen. Aus der Gym wurde erledigt. Ja, lass dir diesen Sieg auf die Zunge zergehen. Ja. Okay, Geld. Gut. Geld. Kampf war so exquisit wie eine Tasse in Neko Kakao. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Zuckererdbeere. Ich hätte was anderes bekommen tatsächlich. So, in Form einer Erdbeere. Gibt man das Hokumehl zum Tragen, dreht sich vor Freude im Kreis. Okay. Scheint. Ist das hier? Lokomil. Ja. Der Kaffee heute schmeckt echt gut. Da haben die Pokémon gute Arbeit geleistet. Ich habe ein anderes Item bekommen tatsächlich. Ja, stand ja einmal täglich, ne? Ich habe. Das war da auch immer noch drauf. Hm. Ich bin ein großer Fan von Kabu. Er sammelt alle seine Liga-Karten. Müssen noch kennenlernen. Ja, vielleicht mal in diesem Part, ne? Ja. Mal schauen. Erstmal gucken, was hier ist. Ich bin schon gleich wieder im Pokémon Center einmerkt. Ja. Oh. Oh. Glitzer, Glitzer. Glitzer, Glitzer, Funkel, Funkel, Funkel. Funkel! Oh, Nugget, da brauche ich sogar. Kannst du teuer verkaufen. Ja. Ich sehe mir Tag ein, Tag aus diese gigantischen dampfbetriebenen Zahnräder an. Du hast zu viel Zeit. Engine City ist große Klasse. Wusstest du, dass der Ober- und Unterbereich der Stadt durch einen Lift verbunden ist? Wusstest du das? Nö. Wieso kann ich nicht da durch? Weil du nicht da lang musst. Oh Mann, weil sich da zwei Typen unterhalten oder was? Nee, das nicht. Du musst da einfach nicht lang. Boah, wir hatten schon wieder den ganzen Verkehr auf. Boah. Und aber diese einen Wollies, nenne ich Wollies, oder? Doch, Wolli, ne? Ja, Wollies sind die Schafe. Ja, die haben auch wieder die ganze Straße blockiert im ersten Part. Ich weiß. Ich habe ja was für dich. Wende das doch mal an eines deiner Pokémon an. Das solltest du nicht tun. TP 13 Energiefokus. Das ist was anderes als TMs. In der Arme ein und bin Kraft, die Volltreffer gut steigt dadurch. Technische Platten oder kurz CPS sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon seltener Attacken beibringen kann.
Dass sie nach einmaligem Gebrauch schon reif für die Mülltonnen sind, steigert sogar dann auch den Nostalgiefaktor. Alles klar. Also so sagen also so wie aus der ersten, zweiten und dritten und vierten Gen. Ja. Also klassische TMs. Ja. Ich habe den ganzen weiten Weg aus Alola auf mich genommen, um die Arena schön hautnah mitzuerleben. Das ist ganz schön weit. Und es ist ja anscheinend ein riesiges Pokémon, doch durch die Dynamax-Meme wird es noch viel größer. Oh. Welche Trikotnummer würde ich mir wohl geben, wenn ich frei wählen dürfte? Ich kann mich nicht entscheiden. Das gleiche Trikot wie mein Lieblingsarena da zu tragen ist der ultimative Kick. Ja. Plattenladen. Da kann man sich hier Dinge holen. Ja, ich schenke dir dieses Top-Ohrenstöpsel. Okay. Danke. Kann man die Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren. Also an den Top und wenn du sie ja in einen Lauscher steckst, hörst du zum Beispiel keine Pokémon rufen mehr. Den kannst du die Geräuschkulisse um dich herum nach Lust und Laune ein- und auswählen. Warum sollte ich das tun? Das ist eine gute Frage. Warum sollte man das tun? Weil sonst kommen ja gar nicht in das Feeling, Pokémon zu hören, das man unbedingt haben will. Ja, da geht's nicht rein. Ja. Illuminati Shop. Liga-Präsident Rosé. Coco Black Rosé. Liegt so viel an Galas Wohlergehen. Er garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena Change nach Kräften. Also ich bei Flugzeugen und sonstigen Metallhaufen, die sich vor selbst bewegen, bekomme ich mit den Angst zu tun. Ey. Das geht natürlich nicht nur für Stahl-Pokémon. Dampfkraft ist toll, sie kann sogar diesen riesigen Lift bewegen. Ich kriege voll die Glurak. Und es gibt ja nur einen Trainer, der einen Glurak hat. Also, ja. Oh, der Typ. Ich kann ihn nicht leiden. Puh, ohne dich würde ich den ganzen Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Meine Orientierungssinn lässt es echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo, Daniel. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Mein erstes Pokémon ist halb tot. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh. Ich habe da etwas, was du sicher brauchen kannst. Hier, gibt es ein Pokémon zum Tragen. Stück Holzkohle. Hätte ich mir gedacht, dass du Holzkohle bekommst, weil du hast Hoplo. Ich habe nämlich Zauberwasser bekommen. Ja. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Schaden gar nicht verfehlen. Ja. Oh, ich mag den Champ nicht. Der wirkt so arrogant mit seinem Umhang. Wo überall Werbung draufsteht. Ja, Werbung. Schleifwerbung. Ja, guck dir mal an, irgendwie. Ja. Der macht irgendwie für jede Marke Werbung. Macht für jede Marke in Gala irgendwie Werbung auf seinen Cape, ey. Ja. Voll krass. So. Das war jetzt genial, ne? Ja. Da ist übrigens das Stadion. Ja, aber ich guck mal, was hier alles ist. Ja. Ich kann wahrscheinlich nicht da durch, ne? Ne, ich glaube nicht. Oh. Ich glaube, die musst du sowieso erst ins Stadion. Bevor du Gott, da sind Leute. Da sind Leute. Ich kann nicht weitergehen. Ich hasse doch Leute. Aber den Typen habe ich schon gesehen in den so eine Vorschau von der Stadt oder so. Ja. Mit dem Pokéball-Kopf. Oh, guck dir das. Guck dir dieses Vieh an. Ist das das Inkling-Mädchen? Dieses Kramor trägt sonst jedermann durch die Lüfte, aber jetzt braucht es erstmal eine Pause. Dann gehe ich einfach da rum. Noah! Ich glaube, da kommst du nicht durch. Ja, glaube ich auch nicht. Vielleicht solltest du einfach ins Engine-Stadion gehen. Wie viele Häuser da wohl reinpassen? Ich habe keine Ahnung. Du. Nein! Nein, nicht der! Es ist Hopp! Ich hasse Hopp! Da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir doch mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich sitze schon total von Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Es wird rangeklotzt. Hör auf, das zu sagen. Ich. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Daniel und Hopp. Ich kann Hopp nicht leiden. Ja, ich muss den Namen immer so aussprechen. Warum? Weiß ich nicht. Und der Hopp ist ein Idiot. Vor allen Dingen, weil er echt nicht sonderlich gut ist. Ja, mein Gott, der hat schlechtere Starter-Pokémon ausgewählt. Wollte ich gerade sagen. Das ist genau Vitali gewesen aus Sonne und Mond. Oh. Und wieso? Sprühdose Schutz. Na gut, dann gehen wir mal rein. Ja. Mann, ist das ein geiles Stadion. Haufen Schrift, die ich nicht lesen kann. Ja.
Wow, schau dir das nochmal an. Überall Arena-Changer, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Komm, melden wir uns an. Die Person sieht wichtig aus. Und ich bin verwirrt. Ein Junge oder ein Mädchen? Ich glaube, er ist ein Typ. Und ziemlich arroganter auch noch. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. So was sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Schön für dich. Wie bitte? Der Leon hat euch beide als Teilnehmer in der Arena-Challenge empfohlen? Ist der denn irre? Da müsst ihr ja wirklich großes Talent haben. Nein. Scharf beobachtet. Mein Name ist Hopp. Von Ihnen steht Deleons kleiner Bruder. Ich trete in einen Fußstapfen und werde der neue Champ. Als ob. Wie, was, wo, wow. Einen Moment, bitte. Genau, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Okay, wähle deine Trikotnummer. Oh. Irgendeine. Ich habe mir meine ausgesucht. Eine dreistellige Zahl. Ja, irgendeine dreistellige Zahl. Ich hab mich ganz klassisch entschieden. Ich nehme eine Einstellung, und zwar die 7. Die 7? Ja, warum denn nicht? Kann man die ändern? Nein, die kannst du nicht ändern. Ja. Deswegen entscheide dich jetzt ganz gut. Nee, Quatsch. Ich will eine 9. So. Nimmst die 9? Ja. Ich mag nicht wieso, hat seine Kunde. Du hast dich also für die 9 entschieden. Gut, das trage ich sofort ein. Trag bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Öffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen im Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi innen übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich im Knospi innen ein. Okay. Du hast dich also für die neue entschieden. Also, ich habe mir eine zweistellige Zahl ausgedacht. Hey, du. Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also, gehen wir aus den Augen, verschwende ich länger meine kostbare Zeit. Einen Moment lang habe ich gedacht, er macht genau gleich, was der Champ aus Rot und Blau gesagt hat. Weißt du, was das bedeutet? Ich werde dir sagen, ich bin der stärkste Trainer der Welt. Ja, so arrogant wie der ist. Du bist Arena Challenger Daniel, habe ich recht? Zum Knospien geht es hier entlang, wenn du mir bitte folgen würdest. Woher weißt du überhaupt deinen Namen? Also nicht. Ja, weil als der meinen Namen gesagt hat, ich dachte mir so, woher kennst du meinen Namen? Das spricht sich halt rum, ne? Das spricht sich wirklich rum. Ich meine, er hat ein Alpha in seinem Namen. Dies ist das Knospien, Daniel. Oh, ich dachte jetzt für einen Moment, auf den deiner Rückseite stand anklotzen. Oh, tritt ein und ruhig dich etwas aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. auf seinem Rücken steht dran klotzen. Oh, ich hasse das. Der will daraus irgendwie einen Trend machen, hab so ein Gefühl. Glaube ich auch. Ah, sieh mal, wer da ist. Waifu. Hallöchen. Hallo. Oh, hi geht's. Wie sieht's aus? Habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt? Hey, Sanja, was machst du denn hier im Hotel? Ich stelle Nachforschung über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass er es vielleicht irgendwie mit der Legende Galar-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Diese Statue, wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge eins der Galar-Region gerettet hat, Grockner, der Barbar. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Moment mal, haben Grocks nicht Äxte? Oder Keulen? Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jene heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Die Legende wirft viele Fragen auf. Was hat es zum Beispiel mit Schwert und dem Schild des Helden auf sich? Und was steht hinter diesem Schwarzwirbel? Der Name Finstere Nacht kommt wahrscheinlich daher, dass er den ganzen Himmel bedeckt hat. Ach, was? Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du rausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Sanja schafft das schon. Danke, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie werde ich eine heiße Spur finden. Sag mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein.
Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanja. Okay. Sie hat einfach echt mal von Potenzial. Ja, die Typen sehen überhaupt nicht verdächtig aus. Ole, ole, ole. Meine Kollegen von Team Yell und ich sind extra angereist, um unsere Lieblingstrainer bei der Arena Challenge anzufeuern. Wenn uns aber in die Quere kommt, müssen wir leider eine Pokémon platt machen. Entschuldige die Störung. Okay. Warte mal. Nein. Bevor ich vielleicht anfange, sollte ich vielleicht mein Pokémon hochheilen. Ja. Ja. Trank. Okay, jetzt mache ich einen Fahrt, Mann. Hi. Na. Hi. Eigentlich tue ich ja jetzt gerade einen Kampf ab mit Zetteln irgendwie. Die Typen sind Idioten. Das sind Hooligans. Du legst echt drauf an, was? Wie du willst, ich habe dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken von nicht zurück, um ihren Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Ihr Typen seid halt Deppen. Du von Team Yell fordert dich heraus. Ole, 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 ole. Und zickzacks. Hi. Der Zickzack ist Unlicht, wenn ich mich nicht irre. Ja, Unlicht. Und nicht normal. Ja, es ist jetzt nicht so, als würde ich was anderes einsetzen. Sternschau ist der stärkste Angriff, den ich habe. Oh nee, Schlecker. Schlecker. Hau rein. Selbst wenn du nicht paralysiert bist. Tackle. Es hat dich getacklet. Du musst jetzt was unternehmen. Ich setze einfach den Angriff ein, den ich vorher auch eingesetzt habe. Und schon wieder. Nein! Er hat mich getacklet. Mach ihn fertig. Bring ihn um. Bonk. Oh, mal wieder Angriffskraft. Der hat bis jetzt noch zweimal Angriffskraft dazu bekommen. Alter. Erst mache ich einen Streit von Zaun und dann verliere ich auch noch. Was eine Blamage. Gilt. Na, ich sag doch, dass der Typ ein Idiot ist. Hey Leute, schreit nach der Revanche. Zeig ihm, dass Team Welt immer zusammenhält. Ja, klar, Kumpel. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in der Hotellobby zu kämpfen? Von Team Yell fordert dich heraus. Klappt die Fox. Ich frage mich jetzt gerade bei dem Rüppel, ob es ein Kerl ist oder ein Mädel. Wir haben eine Frau, ne? Ich glaube ja. Ja. Wir machen einfach mit dem weiter, was wir vorher gemacht haben. Es sei denn, der Gegner macht einfach Ruckzuck. Na, jetzt guck mal, wie viel das abgezogen hat. Guck mal, wie viel das abzieht. Ja, auf jeden Fall mehr. Ja. Ich habe nur physische Angriffe außer Sternschauer. Was ist mit Glut? Das Ding kann kein Glut. Ich meinte auch bei deinen anderen Pokémon. Es kann doch nicht sein, wenn das nur physische Angriffe drauf hast. Ja, aber ich will da mein Fuchs hoch trainieren. Ja, muss ja stark werden. Ja. So wie meiner. Ja, sowieso. Erfahrungspunkte alle. Doppelkick. Doppelkick, das klingt nicht schlecht. Heuler. Heuler, was soll man denn mit Heuler? 1-2, schwuppdiwupp. Das dürfte vielleicht der stärkste Angriff sein. Moment. Sorry, diese Schickimicki-Atmosphäre hier hat mir wohl das Hirn vernebelt. Ich frag mich ja, ob das wirklich das Einzige ist, was hier vernebelt ist. Ich fühle mich in dieser Nobelschnuppen einfach nicht wohl, sonst hätte ich nie verloren. Ja, klar. Was denn das für ein Lernen? Ich dachte, du wärst nur einchecken. Moment mal, hast du ja etwa die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee. Pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Vorher heile ich noch deine Pokémon. Wo steht der Arena-Shelter? Hopp! Der nächste Champ der Galar-Region. Als ob. Los geht's. Jetzt heißt es 2 gegen 2. Wenn wir gleich fertig sind, jubeln wir. Oh, nö. Ja, wenn man dann nochmal. Oh, nö. Maximal noch. Oh, nee. Nee, jetzt mal im Ernst. Ernst, wie hoch schätze die Wahrscheinlichkeit, dass Hopp der nächste Champion wird? Sehr gering, weil ich der werden werde. Ganz also. Richtig. Ja. Wolli. Oh, Wolli ist so knuffig. Ich mag Wolli. Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Sternschauer geht gegen beide. Ja. Hat er scharf angegriffen. Wie kann das wagen? Gut, lenkt den Angriff auf dich. Ja. Standpauke. Ja, oh. Oh.
Was? Aber mich nicht. Ja, dich nicht. Hm, der Spezialangriff sinkt. Oh nee, du. Ja. Warte, ist denn schon mal nicht die Spezialattacke? Ja. Wollte ich ja sagen. Ja, deswegen. Deswegen war es kacke. Oh, hat der nicht mal angegriffen, ey. Aua, ein Schaden. Ja. Dein Spezialangriff wird weiter gesenkt. Oh. Das war ich echt zu meinem Starter wechseln, sonst dauert der Kampf hier ewig. Ja. Hast du gesehen? Hat er den Schwanz hingezeigt. Ich muss ihn umbringen. Bring ihn um. Ah, doch mal zu lange. Komm zurück. Jetzt gibt's auf die Fräse. Jetzt gibt's auf die Fräse. Molly. Boah, das hat einen Schaden. Ich fang an zu glauben, dass dieser Fuchs nicht so stark ist. Oh, Volltreffer. Warte einfach ab. Das sind Fuchswild noch was. So. Na, mach mal das. Halte durch, hopp! Ich mach das schon. Lenk die Angriffe weiter auf dich. Wie geplant. Zwinker, zwinker. Hat er nicht noch zwei weitere Pokémon? Mm, ja. Müsste noch ein Starter, ja. Und ich glaube den Vogel hatte der. Ja, Michael und Chimchip müsste er noch haben. Ja. Oh, die Musik. Sie ist super. Und da war es dann für die beiden. So, der Liga macht mich traurig. Wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Ah, dabei wollte ich mir doch eigentlich nur die Öffnungszeremonie anschauen. Wenn du dir wirklich nur die Arena-Zeremonie anschauen wolltest, warum hast du denn überhaupt so einen Streit angefangen? Ich habe ja allen Grund zu jubeln. Wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary? Wir, also... Verstehe, dass ihr mit den anderen Arena-Challenge auf Kriegsfuß steht, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Nehmt es mit diesen Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans, die nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Und wie es aussieht, übertreiben sie das mit den Unterstützern ein bisschen. Los, ab in euch, geht nach Hause. Husch, husch. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Sobald sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereit haben. Ach, du bist also auch Arena-Challenger. Du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, das werde ich, da werde ich glatt neidisch. Potenzielle Waifu? Ich weiß nicht. Irgendwas strahlt sie aus. Das gefällt mir nicht. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat. Oh, das ist genau das gleiche. Hi, Hop! Sprich mit dem Mann am Schalter, wenn du einchecken willst. Guten Abend und herzlich willkommen in Knospien. Du bist ein Arena-Changer, nicht wahr? Ja. Du bist Daniel, richtig? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhe Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Okay. Din, 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 din. So, nächster Tag. Jetzt. Am nächsten Morgen. Was stimmt mit dir nicht? Hopp! Guten Morgen! Aber heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein richtiges Kapitel in der Legende von Hopp! Komm, Daniel, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Boah, ich kann Hopp nicht leiden. Ich mag ihn halt echt nicht. Ja. Nee, er ist halt so nervig, ey. Er will es nie zu irgendwas bringen, leider. Ja. Die Öffnungszeremonie beginnt bald, Arena Challenger. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Will ich machen. Ja. Dann kommst du halt direkt dahin. Und lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mich. Folge mich. Da wären wir auch schon, die Arena-Stadion. Viel Spaß bei der Öffnungszeremonie. Okay. 29 Minuten. Willst du noch die Arena-Challenge? Willst du noch die Eröffnungszeremonie anschauen oder willst du das im nächsten Part machen? Weiß nicht, dauert die lange? Nee, die dauert nicht ganz so lange. Da werden halt die Arena-Leiter vorgestellt. Okay. Dann machen wir mal ganz schnell. Du bist Daniel, richtig? Bei der Veranstaltung zur Arena-Challenge gehören, musst du eine Uniform tragen. Denn der ist quasi die erste Veranstaltung der Arena-Challenge. Schau dir vor, dass du dich jetzt umziehst. Ich packe meine Uniform in meine rechte Hosentasche. Ich
finde die Uniform. Jetzt. Und da ist die Uniform. 9. Ja. Die sieht halt echt nicht gut aus. Ich mag sie nicht. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Die Trikot Nummer 9 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Öffnungszeremonie der Arena Change beginnt gleich. Also zeig mal. Oder ist Rosé? Rosé. Oh. Meine Damen und Herren, ich bin Rosé, der Präsident der Pokémon Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Gala-Region zu öffnen, die Arena Challenge. Jawohl, die Arena Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Owner gattert, darf man am Champ-Kampf teilnehmen. Man hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Welcher wir sein werden. Jetzt bitte ich euch um den tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter. So, mach dich bereit. Hier kommen sie. Nach einem kurzen Ladescreen. Ja. Also einen kenne ich ja von, weiß ich nicht, vom Trailer, dieser eine mit dem Babyface. Ja. Und hier sind sie. Na. Ja. Jaro, der vorgenannte Farmer und Experte im Umgang mit Pflanz-Pokémon, den meinte ich. Ja. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Könnte man auf der Gamescom spielen. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Zyra, die das Wunderkind der Galar-Karate. Niemand kennt den Kampf, Typ Kampf so gut wie sie. Papella, die Meisterin fantastisches Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Der Gesteinsexperte und Felsenbrecher Mac. Und der stärkste aller Arena-Leiter Roy, der Drachensturm. Da heißt Roy. Eine Arena-Leiter fehlt heute leider. Ich wollte schon sagen, ich habe nur 7 gezählt. Ja. Aber das sind sie, die ganze Stolz von Galar, unsere Arena-Leiter. Alles klar. Ich weiß ja nicht, ob du Schild auch noch spielen wirst und Let's Playen wirst. Nein, ich spiele halt auf Screen. Okay. Immer zu dem Punkt, wie weit ich in diesem Spiel bin. Und da bist du. Mann, siehst du gut aus. Da bin ich. Und mit Trich als einziger die Arena. Wir sind noch ganz andere. Okay, wollte schon sagen. Nummer 9. Ja, ich habe ja eine andere Nummer. Okay. Das war's. Ich weiß es nicht, vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich sitze da immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Naibein, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das nicht mal die beiden Schützlinge des Champs sind, darf ich mich vorstellen, Rosé ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt schon eigene Dynamax-Bänder? Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hier geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen, ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut! Ich bin Rosé. Oh. Rosé, jetzt klaue ich den Körper von Son Goku. Liga-Präsident Rosé scheint ja wirklich besser Laune zu sein. Hört zurück zu euch. Hört gut jetzt. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele, nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Also sonst gleich angehen, Daniel. Die Arena-Leiter von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Turffield. Da kommt man über Route 3 hin. Okay, ist noch gar nicht hier. Ja. Ja, okay, das ist jetzt selbst erklären eigentlich, ne? Also ja. So wie Pokémon Sonne, da musste man irgendwie, ich habe keine Ahnung, nee, wie man die Inselprüfungen abschließen. Ja. Das ist auch so ähnlich wie hier. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge, ne? Ja. Wir haben Engine City erkundet, wir haben die Arena-Leiter getroffen und
Ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und dann lasst ein Abo, Like, Kommentar auch bei Metal Mario Master und danke. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Tschüss.